Das Märchen vom Drachen, der sich nicht lösen wollte. In einem märchenhaften kleinen Königreich namens Little Weimar lebte ein Drache und der hieß Atlas. Anders als die meisten Drachen, die ihre Höhle mit feuerspeiender Inbrunst verteidigten und Menschen fraßen, um größer und dicker und stärker zu werden, hatte Atlas einen einzigartigen Charakter. Er war eher wie ein überfürsorglicher Hund, ständig bemüht, alles und jeden im Königreich zu beschützen. Atlas hatte vor langer Zeit den Auftrag erhalten, das Königreich vor einer großen Gefahr zu bewahren. Mit Eifer und Hingabe hatte er seine Drachenhöhle eingerichtet, um Little Weimar und seine Bewohner ohne Rücksicht auf Verluste zu verteidigen. Gegen Feinde, gegen Gefahren, gegen Risiken und vor allem, was seinem Königreich schaden könnte. Der Haken war, die Gefahr war inzwischen längst vorbei und sein Schutz war mittlerweile so wichtig wie ein vergessener Kaugummi unter dem königlichen Thron. Trotzdem blieb Atlas treu auf seinem Posten, ständig auf der Hut, als gäbe es morgen keinen Tag mehr. Ein vorbeifliegender Schmetterling wurde mit misstrauischem Blick beäugt und jeder Grashalm, der sich im Wind bewegte, wurde von Atlas als Bedrohung angesehen. Er konnte nichts und niemandem mehr trauen. Sein Königreich musste um jeden Preis verteidigt und geschützt werden. Der König und die Bewohner von Little Weimar konnten nicht anders, als den Drachen in sein überfürsorgliches Herz zu schließen. Kinder nutzten ihn als Spielplatz und manche Bauern ließen ihn als Wache und Ersatz für ihre Hühnerfarm einspringen. Atlas war der beste und einzige Drachenschutz für den königlichen Gemüsegarten. Eines Tages jedoch begann eine mutige Gruppe von Enten, Atlas zu überzeugen, dass seine Dienste nicht mehr nötig waren. Die Anführerin der Enten, die weise Ente Holly, erklärte dem Drachen mit ganz viel Liebe und einem breiten Entengrinsen, dass die Zeiten der Gefahr längst vorüber waren. Sie konnte ihm zeigen, dass es keine Feinde mehr gab und dass das Königreich seinen Schutz nicht länger in Anspruch nehmen musste. Atlas schaute skeptisch, wagte dann aber einen neuen Blick aus seiner Drachenhöhle. Die Sonne schien, die Blumen blühten und die Menschen lachten. Es dauerte eine Weile, aber dann konnte er begreifen, dass er nun als freier Drache leben durfte. Mit einem fröhlichen Drachenlächeln stürzte er sich in sein neues Leben. Statt vor nicht vorhandenen Gefahren zu warnen, begann er, die Kinder auf seinen Flügeln zu Schaukelrunden einzuladen und er organisierte Drachenpicknicks im königlichen Garten. Und so endete die Geschichte vom Drachen Atlas, der sich nicht lösen wollte. Mit einem herzerwärmenden Lächeln, einem freudigen Flügelschlag und einem Hauch von Humor in der luftigen Luft von Little Weimar. Danke für euer Lauschen und alles Liebe.